So, hallo Leute, willkommen zum zweiten Teil der FIO Prep Serie. Der erste Teil ist ja schon ein bisschen her und ich erkläre mal kurz, warum und was zwischenzeitlich passiert ist. Also, kurz nachdem ich sozusagen den ersten Teil gedreht habe, hatte ich für eine Woche lang oder so starke Bauchschmerzen und habe dementsprechend richtig wenig gegessen, also fast gar nichts. Also, nur, keine Ahnung, Tee getrunken und irgendwie ein paar Salzstangen und dementsprechend habe ich richtig schnell ziemlich viel abgenommen. Und war dann praktisch schon auf 100 Kilo innerhalb von ein paar Tagen. Und das war halt mir dann ein bisschen zu krass. Deswegen habe ich dann nochmal eine Woche versucht, sozusagen wieder was zurückzuholen, weil man davon ausgehen kann, dass ich halt entsprechend Muskelmasse verloren habe und auch sehr viel Kraft. Und habe dann versucht, wieder mehr zu essen und das wieder ein bisschen reinzuholen, um dann weiterzumachen. Es ging so ein bisschen. Ich habe es dann auch nicht 100% durchgezogen, weil es einfach, weil ich immer noch nicht den Hunger hatte, obwohl ich schon so viel abgenommen hatte. Hatte ich immer noch keinen Hunger auf so viel zu essen, dass ich wieder zunehmen kann. Aber naja, ich habe mein Bestes getan und ja, jetzt bin ich seit einiger Zeit wieder dabei, ja, normal abzunehmen, sage ich jetzt mal. Und ich, die letzten Tage habe ich keine Kalorien gezählt, weil ich mich immer noch auf mein Hungergefühl verlassen habe, was einfach mir sagt, dass ich, ja, das sozusagen von alleine schon viel zu früh Stopp sagt. Das heißt, wenn ich habe immer noch weiter abgenommen durch mein Hungergefühl. Und bin jetzt bei 100 Kilo, 100,5 Kilo. Also bald bin ich unter 100 Kilo und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Sieht schon alles ein bisschen besser aus, aber halt noch nicht wirklich ansatzweise da, wo es hinkommen soll. Und mal schauen, wie weit ich noch runtergehen muss. Aber jetzt gehe ich gleich erstmal zum Training und dann nehme ich euch mit. Zeige ich euch einfach mal, ja, auf was für ein Training ich mich jetzt so eingependelt habe im Groben nach dem ganzen Powerlifting-spezifischen Programmen, sage ich jetzt mal, die alle so ein bisschen komplizierter waren, habe ich jetzt einfach wieder auf einen normalen Bodybuilding-Zweier-Split, nämlich Brust, Rücken, Arme und ist der erste Tag und Beine und Schultern der zweite Tag. Jo, würde ich sagen, bis gleich. Ja, guten Tag, da bin ich wieder. Wie heute angekündigt, wurden Brust, Rücken und Arme trainiert. Ja, fangen wir nochmal von vorne an. Also hier bin ich beim Bankdrücken 110 Kilo für 8 Wiederholungen. Ja, die Kraft, die hat sich ziemlich krass verabschiedet. Vor allem beim Bankdrücken, also Kreuzheben, habe ich auch seit einiger Zeit nicht mehr gemacht. Aber ja, das ist ziemlich deprimierend. Zu Anfang jedenfalls war es ziemlich deprimierend. Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt. Also hier auch 130 nur noch für 5 Wiederholungen. Ja, wo ich halt vor einiger Zeit 150 noch mit 5 Wiederholungen gedrückt habe. Und das ist schon ziemlich am Limit, weil ihr seht im nächsten Satz, da schaffe ich 130, nämlich nur noch für 3 Wiederholungen. Dann habe ich überlegt, soll ich noch einen Satz machen? Habe ich mir gedacht, nope. Dann lasse ich es dabei, also ein Satz 110 mal, keine Ahnung, 910, dann 130 für 5 und dann nochmal 130 für 3. Und dann war es auch für das Bankdrücken. Ja, mein Bein ist im Moment noch ein bisschen verletzt, deswegen spiele ich hier nicht so krass rum mit Brücke und Beine unterklemmen und so weiter. Sonst muss ich ja nochmal gucken, dass ich irgendwie richtig schön IPF-approvede Bankdrückform habe. Ja, gehen wir weiter. Dann habe ich eine Rückenübung gemacht, nämlich Klimmzüge. Mag ich einfach voll gerne, ganz easy, braucht man keine Gewichte aufbauen und so weiter. Einfach an. Die Aufnahme hat gerade gestoppt. Also ganz easy Klimmzüge, 10 Wiederholungen einfach ranhängen. Und natürlich dasselbe für Dips. Einfach hingehen und auch wieder 10 bis 12 Wiederholungen. Dips ganz easy, braucht man kein Equipment, steht alles schon da, keine Gewichte aufräumen und so weiter. Und ja, das finde ich einfach super entspannt. Das kann man auch so wunderbar am Supersatz machen, weil die auch direkt nebeneinander stehen und entsprechend antagonistische Muskeln benötigen. Das heißt, nachdem man die Klimmzüge gemacht hat man ja Rücken und Bizeps trainiert und dann braucht man für Dips ja Trizeps und Brust, das heißt genau die anderen Muskeln. Das heißt, sie sind nicht erschöpft, das heißt, man kann eigentlich fast sein volles Potenzial nutzen und bei den Dips, sag ich jetzt mal, ne? Habt ihr verstanden? So, danach fehlt aber noch eine Rückenübung, weil wir haben ja zwei Brust, eine Rücken, also kommt jetzt noch eine Rückenübung, so eine wunderbare Rudermaschine. Die man mit Platten auflädt, wie ihr sehen könnt. Und die hat so eine coole Range of Motion.
weil da zieht man zu Anfang, zieht man noch so ein bisschen von oben und dann ist halt eben Rudern und dann sind es halt beide Arme getrennt und ja, das fühlt sich richtig nice an. Die Maschine mag ich voll gerne. Es ist natürlich ein bisschen nervig, dass man da immer die Platten raufladen muss und so weiter, aber es ist ja bei allen anderen Übungen, bei Bankdrücken und so, auch so. Und ja, davon auch, keine Ahnung, 4 Sätze oder so. Also ich habe jetzt nicht alle abgefilmt. Ja, meistens halt so 3 bis 4 Sätze mache ich von den Übungen. Und danach, ja, habe ich praktisch Brustdrücken fertig. Dann kommt noch ein bisschen Bizeps, wie ich angekündigt habe, weil ich trainiere jetzt auch wieder Arme. Und ja, Bizeps, einfach, dass es mir so gefällt, da bin ich nicht sehr wählerisch. Meistens endet es aber doch bei den Kurzhantel-Curls, weil es einfach am einfachsten ist. Geht man einfach hin, greift die Kurzhantel, macht ein paar Curls, legt sie wieder zurück. Also es geht mir einfach darum, dass es simpel ist. So, dann aber meine absolute Lieblingsübung, da bin ich sehr wählerisch. Die ziehe ich allen anderen Übungen vor für den Trizeps mit dem Kabel. Also ich weiß nicht, das fühlt sich für mich einfach am besten an. Alles andere ist mir zu kompliziert mit Kurzhanteln und so weiter. Und da hier am Kabelzug wunderbar funktioniert es mit dem Trizeps. So, dann ist das Training jetzt gerade gleich mal vorbei. Und dann würde ich sagen, weil es eine Fibo-Prep-Serie ist, wollt ihr sicherlich noch sehen, hat er abgenommen, ne, dies, das, 100,5 Kilo, wie sieht denn das gerade aus? Und dann würde ich sagen, schaut euch das einfach mal an, so sieht es nämlich aus, direkt nach dem Training. Ja, meine Arme noch ein bisschen aufgepumpt vom Training davor, das könnte ein wenig irritieren, eigentlich sind sie verhältnismäßig eher klein, aber ihr seht hier noch überall ziemlich viel Speck, gerade an der Hüfte, und das muss alles noch weg, aber langsam erkennt man so ein bisschen Bauchmuskeln, das ist ganz schön. Hier nochmal, Double Biceps, ich bin so der Posing King. Ihr seht's, Pec Bounce, oh mein Gott. Naja, also auf jeden Fall so sieht's aus, da muss noch einiges an Fett weg. Schauen wir mal, aber ich habe noch viel, viel Zeit und dann wird das irgendwann nochmal richtig gut aussehen. Morgen kommt nochmal hier mein Beine-Schulter-Training, ne? Also, bis dann. Ciao.